Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4, dem Kruzifixverbot. Da fällt es mir wieder ein. Die drei größten muslimischen Nationen der Welt vereint gegen Europa. Ich bin das Osmanische Reich und ich habe mit mir zusammen die Mitstreiter im Süden, in Marvinoko, den Legendary Marvin. Hi. Servus. Und im hohen Norden die blaue Horde unter dem Kommando von Günther Schedder. Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Salam alaikum und der ganze andere Kram auch. Sehr schön. Wir sind gerade beide im Krieg gegen Karakunyunlu, getrennt voneinander. Und ich denke mal, deswegen können wir auch direkt mal weitermachen. Genau, aber machen wir mal auf Geschwindigkeitsstufe 2. Das wäre, glaube ich, gerade noch ganz angebracht. Klingt Was ich praktisch. Auch sehr merkwürdig finde, ist... Oder warte mal, ich bin mal so unverschämt. Ach, geht gar nicht. Ich kann nur der Marvin machen, ne? Der hostet nämlich. Was kann nur ich machen? Die Geschwindigkeit ändern? Du hostest, genau. Sehr schön, dann spielen wir jetzt mal auf 5. Nein! Willst du denn, dass auch diese Folge zerschossen wird auf meinem Computer? Das war der Plan. Danke auch. Damit sie alle zu dir kommen, ja. Genau, diese ganzen Zuschauer, die ich hier schon beschert habe. Ich will deine Abonnenten klauen. Hochgepusht habe ich dich, über Jahre hinweg. Und läuft das bei dir, Struppi? Also, es sieht so aus, als würde die Krim nicht mitmachen in diesem Krieg, ne? Schockiert und begeistert. Die sind doch mit Karakunyunlu verbündet. Also, sie müssten eigentlich mitmachen, was ich sehr merkwürdig finde, aber sie tun es nicht. Sie haben scheinbar gerade keinen Bock. Anscheinend, genau, ja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, ich habe schon Mauer gebrochen. Sehr gut. Oh Mann, ey, mach ich so unglaublich wenig Kohle. Warum bekämpfe ich überhaupt Korruption? Das ist doch Quatsch. Korruption ist voll gut. Was? Wird total unterschätzt. Schon. Bekämpft die ganze Unruhe. Ja, und dafür macht's alles andere kaputt. Ja, aber minus 20 Unruhe sind voll heftig. Okay, das stimmt allerdings. Günner, haben wir eigentlich schon überlegt, wie wir unsere Grenzen gestalten werden? Nö. Wie wollen wir sie denn gestalten? Das ist eine gute Frage, ne? Wollen wir sie nach Handelszonen ausrichten, oder? Wäre vielleicht gar nicht so dumm, ne? Ja, also, dann musst du Trapezunt erhalten. Dann werde ich dir das ausnahmsweise mal abtreten. Aber lass mal gerade... Ja... Also kannst du halb Georgien schlucken, während ich mir hier die Horngebiete einverleibe. Mir tut ja dieser kleine georgische Sechser-Stack da ziemlich leid, der einfach da steht und irgendwie nicht weiß, was er gerade machen soll. Ja. Vielleicht wollen sie nicht mitkämpfen, weil sie illoyal sind. Das könnte ich mir bei Georgien durchaus vorstellen. Das stimmt, allerdings werden sie halt auch gerade wirklich von Freiheitsbestreben 100%. Oh, okay. Dann können wir sie ja ignorieren, einfach weitermarschieren. Das wurde also mittlerweile eingefügt, dass illoyale Vasallen nicht mitkämpfen? Das haben sie noch nie getan. Echt nicht? Wäre mir halt nie aufgefallen. Die verteidigen nur ihr eigenes Land. Genau, und hier machen sie jetzt noch nicht mal das. Ja, gut, weil sie wahrscheinlich noch zu schwach sind. Das mag sein, ja. Ich habe jetzt endlich meine reduzierten Kernprovinzenkosten so rum. Das heißt, es wird ein sehr ertragreicher Krieg. Ja, irgendjemand hat letztens gefragt, ob er, wenn er mit Ungarn Italien gründet, ob er dann die westlichen Einheiten kriegt. Weil von den Ideen her lohnt sich's ja gar nicht. Da habe ich gefragt, ob er spinnt. Weil die italienischen Ideen fast so gut sind wie die osmanischen. Die haben auch minus 25% Coring, die haben bloß 10% Infanterie.
Kampffertigkeit, ich weiß gar nicht, was noch ist, aber das ist eines der besten, die Intelligenz. Ja, die sind ziemlich nice. Italien ist super. Fall, ja. Italien ist echt super. Günther, wie sieht's bei dir finanziell aus? Momentan nimmt meine Korruption zu, aber dadurch bin ich so, ja, minus 2 Kröten mache ich im Monat, das geht gerade so halbwegs. Warum kämpfen die Mamelucken gegen dieselben Leute wie ihr? Ist das Zufall? Oh, cool. Danke für die Kriegssubvention. Du bist ein Schatz. Saugeil. Mua. Sie werden besser dran sein ohne die Einmischung der Osmanen, hat die Krim gewählt. Das heißt, sie werden nicht dein PU-Partner werden. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht mal das Event gerade bekommen. Nach dem Tod, bla 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 bla. Ha, ha, ha. Lass uns diesem neu gewonnenen Freund helfen. Unterwerfungskriegsgrund und Anspruch oder ich scheiß einfach drauf. Und da du die Krim behältst, würde ich sagen, lass mir das drauf. Ja, genau, genau, ja, scheiß drauf, ja. Ey, Litauen mag mich jetzt. Voll gut. Nee, tun ja, sie nicht. Alles, doch, Litauen hat plus 50 bekommen. Ja, aber... Das heißt, wir sind jetzt gerade bei... Aber Litauen hat keine eigene Meinung, weil sie alle in der PU sind, also mögen sie sich auch nicht. Der Spruch, Litauen hat keine eigene Meinung, finde ich voll gut. Aber so ja, ist ja klar, wegen der PU, ne? Ja. Mir gerade gegenüber herzlich und wären sie nicht loyal, könnte ich ihre Unabhängigkeit unterstützen. Und ich würde drüber nachdenken. Verständlich. Ja. Letztens habe ich eine Karte gesehen, The World in the Eyes of Europe Universalis 4 Players. Und das war die aktuelle politischen Grenzen, dann so Nationen, die okay sind, Nationen, die viel zu klein sind, war halt dann Österreich, Ungarn, natürlich Litauen. Viel zu klein? Also im Vergleich zu dem, was EU4-Spieler halt gewohnt sind. Ach so. Schau dir das heutige Litauen nochmal an. Und was war noch schön? Länder, die es eigentlich nicht geben sollte. Deutschland, USA. Leute, die Länder, die laut EU4-Spielern die falschen Namen tragen. Da weiß ich jetzt aber gerade nur noch den Iran. Wer sollte Persien heißen? Natürlich. In Türkei wahrscheinlich. Wobei der Iran ja nicht mehr viel mit seiner persischen Geschichte zu tun haben will inzwischen. Vor der Islamischen Revolution haben sie das ganz gerne angerufen, ihr persisches Erbe, um eben auch so ein bisschen vom Islam abzulenken, weil die Perser ja zoroastrisch waren, weil ihnen den Schahs der Islam eh schon viel zu mächtig war, aber seit der Islamischen Revolution reden sie da gar nicht so gern drüber. Das ist interessant. Na, eigentlich haben die Perser, also oder Iraner ja auch während der nach der Konvertierung immer wieder ihr persisches Erbe aufrechterhalten, der Sprache und allem. Ja, der Schah hat es ganz gerne eingesetzt, um die Islam so ein bisschen in seine Grenzen zu verweisen. Die haben auch ganz kurz vor der Revolution, ich glaube so 72, 73, 74, irgendwo so in der Zeit, haben die eine riesige Feier gemacht, um das 2500-jährige Bestehen der persischen Monarchie zu feiern. Krass. Okay. Etwas... Das klingt so nach einem konstruierten Mythos, ne? Ja, das ein bisschen, ne? Ist leicht kontrafaktisch. Es wurde von irgendeinem Historiker wurde es als eine der größten Missbrauche von geschichtlicher Tatsachen erklärt. Ja, ja, ja. Haben sie auch ewig viel Geld für ausgegeben für die Feier? Ja, die Historiker sprechen da übrigens von Inventing of Tradition, also so erfundene Traditionen. Das ist gerade bei so Nationalstaatsgründungen ist das ganz, ganz wichtig. Ne, dass dann so nationale einheitsstiftende Elemente, dass die in so eine historische Ferne gerückt werden. Ach so, scheiße, das bringt überhaupt nichts, wenn ich Moskau beleidige, ne, weil ich noch ein Waffenschild mit denen habe. Entschuldigung, aber es kam jetzt gerade so schön. Naja, was ich noch sagen will, also man kennt es zum Beispiel bei den Dudelsäcken in Schottland, ne? Also, ne, die wurden ja gar nicht in Schottland erfunden, sondern in Griechenland eigentlich, ne? Aber trotzdem ist es halt so ein schottisches Symbol irgendwie. Und der Kilt ist übrigens auch eine erfundene Tradition. Der wurde als Kleidungsstück auch erst wesentlich später getragen und wird dann aber in so eine mystische Ferne gerückt, ne? So, das hat's halt immer schon gegeben, ne? Das ist unsere Tradition und so weiter. Und das ist eigentlich sehr interessant, wie man halt versucht, dann so, ja,
nationale Einheit zu stiften, indem man auch solche, ich sag jetzt mal, nationalen Mythen, ne, nationalen Traditionen halt gründet, ne? Oder mystische Traditionen, könnte man vielleicht sogar sagen. Scheint mir in dem Fall auch so ein bisschen zu sein, ne? Oh, Moskau hat Novgorod den Krieg erklärt. Jetzt werden sie aber sie wagen es. Moskau hat zwei Schriftzüge, habt ihr Moskau halbiert? Wir haben Moskau halbiert, ja. Ich bin auch gespannt, wie Moskau jetzt... Ah doch, die werden teilweise sogar nach Novgorod rankommen. Oh, die können sogar... Ist Luki die Hauptstadt von Novgorod? Nee, ne? Das ist irgendwie sehr lustig, wie die Mamelucken in Karakundo irgendwie verliert, während ihr die Karakundo belagert. Ja, das ist gerade unglaublich praktisch für uns beide. Ja, ja, die sind gerade auch schön aufgebraucht durch ihren Krieg gegen die Mamelucken. Na, Karakundo hat noch 20.000 Mann, aber ja, die Mamelucken genau, da haben ist halt hier ist nichts davon zu sehen. Das ist ja die Mamelucken haben auch 22.000, die kämpfen offenbar nicht gegeneinander. Nee, die Mamelucken belagern, glaube ich, gerade mit ihren 22.000 Damaskus. Mann Damaskus, ja. Genau. Ich überlege gerade, soll ich tatsächlich Novgorod Militärzugang geben, aber das bedeutet, naja, komm, machen wir. Günner, übrigens, könnte ich mir erstmal Trapezunt krallen, ansonsten ach, könnte komm, ich mir den ganzen... Ach, ist doch nicht so okay. Wild, ja. Okay. Wir sind doch Bros, das klappt doch. Okay. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie dein Herrscher heißt. Brochik. Das wär's, ne? Na, Küchik heißt er eigentlich, naja. Aber Brochik klingt viel besser. Ich kenne einen Dänen, der Brau mit Mittelnamen heißt. Also B-R-O. Skandinavia. Lustiges Völkchen. Naja. Und Dänemark ist Sex mit Tieren erlaubt. Warum weißt du sowas, Marvin? Warum bist du über solche Themen informiert? Oder warum informierst du dich über solche Themen? Ich habe mal erfahren, dass es Leute gibt, die angeblich deswegen nach Dänemark fahren. Jetzt halt die Fresse. Nein, echt jetzt? Okay. Ich weiß es nicht. Es wurde mir erzählt. Von einem Skandinavier, wer weiß. Aber Dänemark ist ja allgemein sexuell sehr aufgeschlossen. Es waren auch die Ersten, die Homo-Ehe erlaubt haben. Naja. Darf man Homo eher eigentlich sagen oder ist das schon wieder beleidigend? Boah, das ist bestimmt nein. In irgendeinem Kontext beleidigend. Schon, gell? Da ist das Wort Homo drin, das darf man wahrscheinlich, obwohl... Eigentlich war ja Homo aber, Teil des wunderbaren aber fachlichen auch, Wortes, gell? Aber auch Homosexuelle sagen Homo eher. Also wenn ich einen Tweet der Piratenpartei von Homo Ehe lese, dann weiß ich, dass Homo Ehe kein Begriff ist, der irgendwie angreifend ist. Nur wenn ich schwarzen Hip-Hop höre, dann schlagen die auch oft Nigger und deswegen würde ich es denen nicht ins Gesicht sagen. Diese Diskussion hier driftet gerade in so eine Richtung, die ich ganz merkwürdig finde, aus irgendeinem Grund. Wenn ich bayerischen Hip-Hops... Verdammt. Die Bahn hat jetzt mit einem Hip-Hop-Video geworben. Auch nicht wirklich. Doch, mit... Oh, no. Oh ja, stimmt, bekannt. Das habe ich gesehen, das ist ultra schlecht, ja. Das war sogar ein recht bekannter Hip-Hopper. Da gab es sogar eine Bayern-spezifische Werbung, weil irgendwo zwischendurch Frauen Lederhosen tragen. Oh mein Gott. Selbst innerhalb von Deutschland gibt es diese verdammten Vorurteile. Übrigens, Struppi, bevor du da gleich Frieden schließt, ne? Ja. Sieht sag so mir Bescheid, damit ich die schließen. Damit ich die Provinzen schon mal so ein bisschen teppichen kann. Ne? Meine Truppen dürften ja nicht exiliert werden, ne? Naja, solange du auf meinen Provinzen stehst, schon, aber solange du auf ihren Provinzen stehst, nicht. Genau. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht in ihre Fänge gerätst. Ja, du musst mir halt sagen, welche Provinzen du nimmst und welche nicht, ne? Ja, ich überlege gerade, ob ich kurz exiliert werden. Was? Naja, wenn er bei mir steht schon, oder? Ihr seid Verbündete, ihr habt Militärzugang. Nein, das sind unabhängige Kriege. Das sind unabhängige Kriege? Ja, das sind unabhängige Kriege voneinander. Das ist ein Cheater. Ja, wir sind voll assi. Oh, ein Angebot bietet uns Militärzugang an. Warum braucht man das denn? Sicher, irgendwann mal kann man es bestimmt gebrauchen. Ja, aber jetzt doch noch nicht. Du erklärst doch bald noch Frieden und so Gedöns. Und nein, und aber man kann es doch trotzdem für die Zukunft einfach schon mal machen, bevor man dann später keinen Diplomaten frei hat. Oh Gott, das ist doch voll ja kompliziert gut. Hier. Frauen. Ich lach mich schlapp, ey.
Er muss nur, wie gesagt, aufpassen, dass du nicht ihre gierigen Griffe reinrennst. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob ich sie einfach... Okay, weißt du, wir könnten vielleicht auch diesen Frieden so machen, dass ich... Da müsste ich eine riesige, lange Grenze machen. Und könnte sie von ihrem eigenen Territorium ausschließen. Da müssten wir allerdings die Waffen, die Militärzugänge wieder aufkündigen. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich so von deinem Plan halten soll. Ein bisschen merkwürdig. Ich will jetzt erstmal versuchen, Hasa aus diesem Krieg rauszubekommen. Okay. Weil die nämlich, glaube ich, schon nicht mehr so happy sind. Ah, nee, warte mal, die sind Vasall. Naja, so. Hasa ist ein Vasall, aber Hasa wird gerade von Natsch belagert. Ja, ja. Ach, wie geil ist das denn, ey. Schau dir mal Karakoyunlu an, die werden gerade nur von Osten nicht angegriffen und das nur, weil sie da gerade eben schon einen Krieg hatten. Ja, ja. So, okay, ich glaube, jetzt kann ich mal langsam mal schauen, ob ich einen Frieden schließe. Moment mal. Viele Geier umkreisen den Kadaver, aber du machst den Frieden noch nicht jetzt, bitte, ja? Weil du musst mir ein bisschen Zeit geben, dass ich die Festungen, dass ich da irgendwie einen Soldaten oder so jeweils draufstelle. Genau, also ich hole mir Trapezunt und Mossu, das sind schon mal zwei Festungen, die ich mir besorge. Das heißt, ja. Jerewan müsstest du noch belagern. Ja, und Bagdad wahrscheinlich. Und Bagdad, ne? Genau. Bagdad kann ich mir in diesem Krieg oder will ich mir in diesem Krieg noch nicht holen. Ja, dann warte mal kurz. Dann laufe ich mal hier mit dir nach Bagdad. Und dann lasse ich zwei Manneken oder lasse ich ein Manneken in Jerewan stehen und schick da mal gerade noch so ein paar hotte Hüs hinterher. Oh, die Walachei könnte in eine Koalition gegen mich eintreten. Okay, mach den Frieden das noch nicht. Warte noch, bis ich in Position bin und dann kannst du das ja machen, ne? Okay, dann mache ich mal weiter und lass das Friedensangebot schön offen. Gut. Oh, warte, sie würden es gar nicht annehmen, fällt mir jetzt erst auf. Bitte was? Ich muss mal gucken. Okay, das würden sie annehmen, bis Mossul. Mhm. Okay. Ich habe gerade geschaut, wie weit ich... also ich habe jetzt einfach Provinz angeklickt und dann erst gesehen, dass sie es gar nicht annehmen würden. Ja. Das heißt, südlich von Mossul würde ich mir jetzt erstmal nicht so... Obwohl, ich könnte mir Rasor holen. Ich wollte nur noch mal so darauf hinweisen, dass wir eigentlich... auf dem Weg nach Europa sind. Ja, die sollen ein bisschen Kräfte sammeln, bevor wir angreifen. Genau, das wäre doch zu langweilig und einfach. Ja, ja, ich weiß. Aber gut, da du mich daran erinnert hast, werde ich als nächstes einen Krieg gegen Serbien führen. Waffenstillstand mit Marokko beendet. Nieder mit den Schweinen! So Leute, wir nehmen jetzt unser Schiff, das wir haben, da packen wir alle Truppen drauf und dann segeln wir nach Marokko. mein General, wir haben keine Schiffe. Oh. Korfu wird von griechischen Nationalen. Nicht irgendwie angeblich Bush auch gesagt, ja, wir müssen mit unserer Flotte im Irak landen. Der Irak hat keine Küste. Es ist egal, ob du dich da auskennst, wo du hin möchtest. Hauptsache, du kannst dich schön wegrasieren. Okay, also ich wäre jetzt in Position übrigens. Sehr gut. Fauler Adler ist in Position. Ranziger Iltis schließt Frieden. Für 69%. Besorgniserregend. Sehr besorgniserregend. ich brauche da noch Truppen, okay. So, ich hoffe, komm. Also, zurückmarschieren werden. Boah, ey, und die eine Festung ist wieder komplett frisch. Das ist so, als ob du Frieden mit denen machst und die Leute jetzt so sagen von der Garnison, okay, dann kämpfen wir jetzt für die Osmanen. Voll hart, ey. Ja, das hat mich auch schon oft geärgert. Boah, entnervig, ne? Naja. Aber du hast sie gut klein gemacht, auf jeden Fall. I like. Ja. I like. Salam alaikum. Ja. Salam alaikum.
Tut das weh, ne? Oh, da ist Akoyunlu. Warte mal, Akoyunlu, waren die ganze Zeit da? Ja, die waren die ganze Zeit, also... Hatten die auch die ganze Zeit Raka? Ja, hatten sie. Okay, gut, dann habe ich da irgendwas übersehen. Oh shit, Moment. Ach, keine Sorge, gewöhne dich nicht allzu sehr an den Anblick. Da kommen übrigens gerade 20.000 Karakulana an. Ja, kannst du mir Konnotiere schicken? Ja, Moment, meine halbe Armee ist gerade exiliert. Das kommt davon, wenn man Kriege aufhört, bevor man die Armee vernichtet. Naja, gut, die sind ja, guck mal, die sind noch mit zwei anderen Fraktionen im Krieg, ne? Also eigentlich müsste man davon ausgehen, dass die tatsächlich auch ein paar Probleme gegen die Mamelucken bekommen, ne? Die Mamelucken haben lustigerweise immer noch keinen Mann verloren. Ich zitiere: Ihr könnt keine Condottieri an einer Nation verpachten, die sich im Krieg mit einem Land befindet, bei dem ihr einen Waffenstillstand habt. Ah, fuck me in the vagina, das gibt's ja nicht, ey. Okay. Brauchst du Geld für Söldner? Warte mal kurz, ganz Moment, lass mich gerade hochrechnen. Ah, danke erstmal dafür. Bitte. Scheiß auf Mathe. Warte mal, den holen wir mal zurück. Ich werde in 10 Tagen nochmal pausieren und wir holen uns mal ein paar Söldner. 13, 14, 15, 16, 17, so. Ich werde die wahrscheinlich wieder abbrechen müssen, aber ist okay. Also nur so mal nebenbei, Günther, dir ist bewusst, dass die Karakundo die technologisch überlegen sind. So mal als Hinweis. Holy. Und zwar Stufe 6 und die tut voll weh. Sie marschieren gerade. Genau, die kriegen einen Taktikbonus in der Situation, ne? Naja, sie marschieren gerade irgendwo anders hin. Also, 1 zu 1 brauchst du gegen die nicht kämpfen. Moment, da dauert noch gerade. Es gibt immer Diskussion, ob 5 oder 6 die wichtigere Tech-Stufe ist. 6. Ich habe gerade diese eine Festung zum Schnäppchenpreis bekommen. Die Perser sind übrigens gerade im Timiland unterwegs. Ne, das sind timuritische Stämme. Ach nee, da auch Nationalisten. Timuritische Stämme und Nationalisten. Bengalen haben Bauern. Ich finde ja, wie gesagt, diese 10 griechischen Nationalisten gerade viel schöner. Wenn Korfu unabhängig wird, ist das ein Fest für mich. Immer schön. Das sind griechische Nationalisten? Auf Korfu. Aber nur 10 Stück. Und Venedig steht daneben mit 22 in Albanien und fragt sich, warum es nicht durch kann. Tja, weil du nicht durchlässt, du böser Mensch. Jemand. Warum ist Albanien eigentlich nicht deins? Warum jetzt ist ja gar nicht, dass die Huren diese am Anfang haben, gell? Naja, das ist diese eine Provinz. Also ich meine, ich habe mich noch nicht so richtig an das neue Albanien gewöhnt. Ja, ist ein bisschen komisch. Und ich finde es auch leicht unnötig, aber naja. Ich finde eher dafür, dass Epirus endlich mal da ist. Das fehlt auch noch, ja. Ich wollte ja eigentlich mit, als das Achievement kam, dass man das Römische Reich gründet, habe ich mir kurz überlegt, ob ich nicht einfach mit Epirus mache und den ganzen Rallen einfach das Pyrrhische Reich nenne. Ich wollte gerade sagen. So ist ironisch so, was mir eingefallen ist. Warum sind die Osmanen eigentlich? Oh scheiße, ich weiß, warum die bei dir auf dem Land sind, ne? Die haben wegen den Zugangsrechten, ne? Wegen der Zugänge, ja. Aber ich weiß gerade, ich glaube, sie marschieren gerade nach Georgien, um da durchzukommen. Nee, die wollen nach, ich glaube, die wollen nach Jerewan. Überlegung meinerseits wäre, wenn sie in, kann ich Militärzugang für dich aufkündigen, nee, während sie in meinem Gebiet sind? Ich glaube nicht, solange sie auf dem Gebiet sind, nicht. Aber wenn sie tatsächlich nach Jerewan laufen, dann muss ich halt flüchten. Momentan sind sie auf dem Weg nach Erzurum. Jetzt gehen sie gerade nach Erzurum. Das heißt, eigentlich wäre es die bescheuerte Route nach Jerewan. Und dann geht's nach Guria. Ich glaube, sie wollen gerade in dein Gebiet, um deine Hauptstadt zu besetzen oder ähnliches. Das wäre voll cool. Ja, gut, okay.
Hoffen wir, dass sein Erbe nicht stirbt. Obwohl der sorgt für Handelseffizienz minus 10. Eigentlich kann er sterben, wenn er möchte. Du brauchst doch keinen Handel. Was habe ich jetzt gesagt? Sagst du mal das nicht zu dem Typen, der gerade Günner... So, jetzt kommen sie wieder. Vielleicht kriege ich ja bis dahin noch die eine oder andere Provinz. Das wäre richtig nice. Okay, jetzt laufen sie wieder nach Erzurum. Gut, ich habe noch eine Stadt von denen gekriegt, was echt nice ist. Dann muss ich mal gerade meinem Vasallen sagen, dass der belagern gehen soll. Komm, Feuer frei. Oh, nice, Bagdad. Ja, voll gut. Dann dürftest du doch Fall. Eigentlich schon echt ja, Bagdad ist korrekt. Haben. Wie viel Kriegsstand hast du gerade? 84. Das langt auf jeden Fall, um die so richtig zu vernichten, sag's ruhig. Zernichten, ja, genau. Ich kann keine Kartenteilung mit dem Osmanen beantragen, weil ich kein positives Prestige habe. Da. Ne. Was sind sie, die Osmanen im Krieg gegen jemanden? Ja, Serbien. Okay, ich glaube, ich muss jetzt den Frieden machen. Was für eine Überraschung, dass die Osmanen gegen Serbien gewinnen. Das ist recht selten. Haben die Serben nicht auch schon Osmanenland besetzt? Ganz am Anfang. Nein, ach, ich hab grad irgendwas nicht. Im Ohr oder sowas. Ich höre dich nicht richtig, Marvin. Warum gibt's eigentlich Ragusa nicht mehr? Das wundervolle Ragusa heißt mittlerweile Dubrovnik und gehört zu Bosnien. Hast du deine Garantie etwa aufgelöst? Sag mal ganz kurz, Kinder. Ich hatte Garantie. Wir haben ja. 27 Minuten gerade voll. Ich würde jetzt gerne den Frieden machen. Der Struppi kann noch mal sagen, was er sinnvoll findet an Provinzen. Also meine Idee ist Urmia, Maragha, Tabriz und Ardabil. Und oben dann Abchasien, Guria und Mingrelien. Drei und dann wolltest du, die anderen waren die anderen sind Ardabil, Tabriz, Marga und Urm. Ja, dann haben wir die einmal geteilt. Okay. Und zwei gemeinsame Grenzen halt an der Stelle, ne? Das würde mir gefallen. Ja, da hätten wir einen richtig schönen Keil da reingetrieben. Ne? Machen wir so. Da würde ich von dort aus dann aber nach Süden weiter marschieren. Das heißt, dass also planmäßig Maragha würde ich dann Charazor nehmen und so weiter und dann den Rest in Mesopotamien jetzt krallen, wenn's okay ist. So, ich schicke erstmal meine Forderung raus. Konvertierende Provinz und dann können wir die Pause nochmal rausmachen. Cool, 100 Admin-Macht bekommen. Yeah, nice! Da sieht ihr. Das hier fällt mal. Wir kriegen einen Regentschaftsrat, einen neuen Khan. Wir haben Stammesfehde Kriegsgrund gegen die. Oh, cool. 223, der ist viel besser. Oh, Abdul Latif der Erste Surenchar wird nun unser Land leiten. 535, verarsch mich nicht, bitte. Bitte verarsch mich nicht. Bitte verarsch mich nicht, Spiel. Abdul Latif, 535. Ja, und er ist noch gut, nice. Plus 5% Moral. Nice. Wir haben eine Siegeskarte erhalten. Yeah! Was, echt jetzt? Ja! Günner gewinnt. Was sind diese beschissenen Siegeskarten? Ich verstehe sie nicht. Da gibt's Punkte. Der hier kommt. Mehr ist es nicht, es sind Punkte. Unsere Hochzeit 434. Okay, schön. Und zwar die wertlosen Punkte, die am Ende bei Punkt stehen. Ich mach Punkte. Naja, nee, normale Punkte, ich weiß. Das ist ja, so machen die es ja bei den Paradox Entwickler Wettkämpfe immer, genau. Die enden irgendwie immer gleich. Wiss gewinnt. Ja. Venedig will Militärzugang gemacht. Nee. Ich habe den letzten noch nicht gesehen, was haben sie gemacht? Wiss spielt Jiangsu und die interessanten Nachbarn wären Korea und die Euraten gewesen.
Aber aber Korea macht einen auf zahmes Haustier und macht was, bis ihm sagt. Also kann ihm eigentlich nichts passieren. Weil die zwei japanischen Daimyos, die tun ihm auch nicht weh. Und der Rest hockt alles in Indien rum. Wir haben ja irgendwie 10 Leute, die in Indien und Südasien irgendwie spielen. Ich hau jetzt mal gerade die Pause rein, Mädels, weil wir 30 Minuten voll haben und ich würde sagen, das ist korrekt. Wir machen gut, einen neuen Part, ne? Jo. Richtig. Okay, cool, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, Allahu Akbar. Tschüss. Tschüss.